Wir melden uns heute wieder einmal aus dem Mekka des britischen Motorsports und dem Geburtsort der Formel-1-Weltmeisterschaft. Es ist Renntag in Silverstone und Zeit für den großen Preis von Großbritannien. Die knapp 5,8 Kilometer des Silverstone Circuit in Großbritannien sind ein heiliger Ort für alle wahren Formel-1-Fans. 18 Kurven auf einem ehemaligen Militärflughafen aus dem Zweiten Weltkrieg. Am Ende der DRS-Zonen gibt es die besten Überholmöglichkeiten. Neben mir befindet sich jetzt mein Kollege Stefan Römer. Danke, dass du dabei bist, Stefan. Du warst ja kurz noch in der Boxengasse. Wie schätzt du denn die Streckenbedingungen heute ein? Die Strecke sieht ziemlich sauber aus, aber ich mache mir Sorgen um die Temperatur. Es ist ziemlich kalt da draußen. Dadurch könnten einige Teams Schwierigkeiten haben, die Reifen im richtigen Betriebsbereich zu halten. Die Autos, die ihre Reifen wirklich stark beanspruchen und dadurch mehr Wärme erzeugen, werden weniger Probleme bekommen. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Aufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Heute startet Sergio Perez von der Pole und Max Verstappen steht daneben. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Bottas, Hamilton, Lando Norris und Ricciardo. Rosberg, Gasly, Leclerc und Carlos Sainz, Fernando Alonso, Tsunoda, die Todesfee und Vettel, Stroll, Giovinazzi, George Russell und Esteban Ocon. Er hat eine Gridstrafe erhalten. Eilert, Latifi, Mick Schumacher und Nikita Mazepin. Also dann, es wird Zeit. Wir schalten runter zur Strecke für das heutige Rennen. Ja, damit guten Morgen, ladies and gentlemen, und willkommen zurück zu F1 2021 zum großen Preis von Silverstone. Wir fahren ganz offensichtlich eine Einstoppstrategie, Soft, Medium, okay, fein. Warum nicht Medium, Soft? Warum nicht Medium, Soft? Weil der Pace-Unterschied nicht so krass ist scheinbar. Okay, cool. Dann machen wir es so. Ja, wir stehen auf P13, nachdem wir uns auf P14 qualifiziert haben. Ocon allerdings freundlicherweise eine Gridstrafe bekommen hat. Sind wir dann doch eine Position weiter vorne. Wir stehen auf der Außenbahn. Normalerweise würde ich sagen, Außenbahn gefällt mir nicht, aber ihr wisst, wie ich ticke. Die Außenbahn ist eigentlich mein Liebling und auf Silverstone noch mehr als auf vielen anderen Strecken. Damit kann man einiges machen, definitiv. Die KI ist ein bisschen runtergestellt worden auf Stufe 100. Einfach damit das Ganze ein bisschen adäquat auch funktioniert hier, weil ich habe echt keinen Bock, jede Runde ans absolute Limit zu gehen, um dann am Ende des Tages den Wagen in die Wand zu setzen, einfach nur um ein geiles Rennen zu haben. Das ist mir auch ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Zumal da auch, wie gesagt, das Commentary wahnsinnig darunter leiden würde. Das muss ja tatsächlich nicht sein, meine Damen und Herren. Ansonsten Nico auf P7, das ist fein. Vielleicht kann er ein bisschen weiter nach vorne angreifen. Und vielleicht schaffen wir es wieder, beide Wagen in die Punkte zu kriegen. Vielleicht kriege ich es hin, Tsunoda, Alonso und dann die Ferraris zu holen. Wäre eine geile Sache. Ich glaube nicht dran, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir werden große Probleme haben, durch den zweiten Sektor dran zu bleiben. Und das werden wir dann im dritten und im ersten Sektor nicht rausholen. Aber wir probieren es, definitiv. Vielleicht gehen wir ja am Start sogar an Yuki vorbei. An Alonso glaube ich nicht, weil was der Mann mit seinen Starts macht, ja, keine Ahnung. Aber der geht rein in jede Lücke. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass er mir großartig eine Lücke lassen wird, zu verwenden. Aber ja, schauen wir einfach mal. Nach einem Sieg in Österreich wollen wir natürlich im Idealfall auch hier wieder Punkte einfahren. Aston Martins, könntet ihr euch bitte von meinem Wagen fernhalten? Ich weiß, ihr wollt ganz gerne wissen, was sich unter der Haube hier befindet, weil unser Motor doch sehr stark ist, aber ich bitte euch dennoch, derartige Spionageaktionen, in der ihr eine andere Dimension durchkreuzt, dafür zu unterlassen, bitte. Danke. Ich habe zwischenzeitlich, muss ich ehrlich gestehen, kurz vergessen, wo dieser Satz angefangen hat. Keep an eye on the lights. Ja, mache ich.
Premium-Start von Yuki, Sainz überhaupt nicht weggekommen. Und wir können nirgendwo hin, großartig. Yo, Vettel. Alles klar. So haben wir es gerne. Die Position holen wir uns wieder. Ich möchte nicht in 3 Wide reingehen. Zumindest noch nicht. Okay. Guter Start. Eine Position gut gemacht. Und das war auch noch Sainz. Einer der tendenziell schwerer zu überholenden. Ja, und durch Korb sehen wir halt wieder, dass ich keine Schnitte habe. Schmeiß mal hier Sainz mal ein bisschen die Tür zu. Ja, zweiter Sektor, wie gesagt, keine Schnitte. Brauchen wir gar nicht probieren, eigentlich dran zu bleiben. Aber hey. Was soll's, dafür fahren wir ein Rennen. Vielleicht können wir uns ein bisschen besser reingrooven. Eigentlich müsste 100er KI passen. Ich meine, selbst wenn nicht, auf Österreich hatten wir die KI ein bisschen zu schwach, dann macht das jetzt nichts, wenn sie ein bisschen zu stark ist. Und wir haben den schnellsten dritten Sektor gehabt. Wie kommen wir da vorne ran? Ich fürchte leider gar nicht. Right, we have a very worn out MG UK. Our battery charge speed is suffering and if it gets much worse, we could be forced to retire. Ja, Jeff, kein Problem. Das habe ich vorher abgecheckt. Das ist gerade mal bei 60%, oder? Na, nicht mal. Alles fein, mein Freund. Ja, Status Teamkollege. We're trailing our teammate by 3.3 seconds. They're on fresh softs. They're in fifth. The time last lap was 5. für Rosberg. Das ist doch eine feine Sache. Hat er sich die beiden McLaren geholt irgendwie? Use DRS when you are within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Wir haben halt jetzt leider das Problem, dass wir in einem leichten DRS-Train hängen. Nicht nur in einem leichten, wir hängen in einem richtigen DRS-Train. Das heißt, es wird schwierig hier großartig Moves zu machen. Aber hey, dranbleiben, warten bis Alonso vielleicht einen Fehler macht oder von Yuki ausgebremst wird, eins von beiden. Weil Yuki einen Fehler macht potenziell oder Alonso geht bei Yuki rein, das könnte natürlich auch passieren. Und dann schauen wir mal, ob vielleicht hier noch irgendwas geht. Wir können zumindest dranbleiben. Und fahren dadurch gerade auch ein bisschen Science davon, weil er kein DRS hat. Und DRS ist ein wichtiges Werkzeug, genau. Nee, ein mächtiges Werkzeug. Gott. Da habe ich ein bisschen spät gebremst und Alonso ein bisschen früh. Durch Yuki natürlich. Kann da nichts machen. Ja, alles gut, Jeff. Alles gut, kein Problem. Vielleicht ist das dann der Ort, wo man mal so ein bisschen einen kleinen Dive machen kann.
möglicherweise. Wenn man mal nicht komplette Scheiße fahren würde und wieder rankommen würde, könnte man darüber nachdenken. Oh Mann. Nope, die geht noch nicht voll. Also für mich nicht, ne? Das muss ich, glaube ich, nicht deklarieren. Wir haben immerhin wieder DRS bekommen. Und unser ERS hilft uns, dass wir dranbleiben. Weil wir da einfach deutlich mehr raushauen können. Purple Mittelsektor, auch fein. Pusht uns auf jeden Fall wieder gut ran hier. Okay, leichter Quersteher für Fernando. Feine Sache. Potenziell auch ein Zeichen dafür, dass seine Reifen ein bisschen abbauen. Durch Kops verlieren wir halt so viel Zeit, also 3-4 Zehntel alleine in der Kurve ist halt lächerlich. Gott, das hatten wir im Qualifying schon, die Wiederholung brauche ich nicht. Dann sehen wir das Positive, das ist eine riesige Kolonne, die sogar bis Red Bull eigentlich vorgeht. Also wir können gerade die Pace von allen mithalten. Ich glaube sogar, dass es gar nicht die schlechteste Idee ist. Weil ich meine, klar, Undercut ist jetzt natürlich ein wichtiges Werkzeug. Aber wenn die sich ein bisschen aufhalten gegenseitig in der Box und ich nicht, dann kann sich das schon gut lohnen, bis Runde 14 war es, glaube ich, draußen zu bleiben. Oder Runde 12, eins von beiden. Na, Runde 12 dürfte es sein. Zumal ich dann auch eine größere Safety-Car-Spanne habe. Also wo der Safety Car reinkommen kann, rauskommen kann und mir das hilft. Ja, krass, wie nah das Feld hier gerade zusammen ist. Immer noch. Aber Silverstone ist am Ende des Tages halt auch keine Strecke, auf der du easy überholen kannst. Also da musst du schon für arbeiten. Wir kommen ran, aber das reicht nicht für einen Move. Noch nicht zumindest. Okay, Kops brauche ich gar nicht probieren. Genau, was ich gerade sagte. Genau das sind meine Gedanken. Jedes Mal, wie ich da durchfahre.
und sehe, wie die da durchfahren. Alright. Nice move. Good job. Gap to teammate ahead is 2.5 seconds. Ein Schritt näher an den Punkten. The car behind has started to drop back. There's a gap beginning to form. Ja, was, Jeff. Das ist ja der Wahnsinn. Diese Information. Brutal. Yuki könnte potenziell ein bisschen leichter werden, weil der Alpha Tauri nicht den krassesten Motor hat. Okay, nevermind. Nevermind. Alles gut, habe nichts gesagt. Oh Gott. Super schlecht gefahren hier gerade. Aber macht nichts. Wir sind immer noch mittendrin, statt nur dabei. Okay. Wenn Yuki näher an Leclerc dran ist, klappt der Move. Relativ safe. Das ist natürlich alles andere als optimal gefahren. Das wird auch nochmal quer, Yuki. Und zwar richtig, sodass du ihn wieder einfangen musst. Nicht nur so einen leichten, sondern mal einen vollen. Okay, ich wollte es probieren. Geht nicht. No chance, dass ich die vollen nehme. Immer noch nicht. Da hat der Wagen noch ein bisschen zu viel Sprit. Und damit einhergehend ein wenig zu viel Gewicht. Okay, bildet sich eine Lücke zwischen Mercedes und Nico. Was Nico potenziell angreifbar für die McLaren macht, wollen wir nicht. Und Bottas an der Box. Okay. Näher war ich noch nie dran, aber das reicht trotzdem nicht. Das reicht trotzdem nicht. Ja, der erste McLaren ist schon an Nico vorbei. Mist. Aber ich komme halt nicht durch. Unmöglich. Frag mich, was für Reifen Bottas hat. Und ob, wie gesagt, ob der Stop geplant war oder nicht. Wir können halt nach wie vor sehr gut unsere Pace hier gehen. Be aware, we expect the grip levels to start falling away soon. Ich war mir nicht sicher, was Yuki vorhat, aber wir haben's. Nico is just peeling off into the pits now. He's in the pits. The gap to the car right. Is 2.5 seconds. Gute Sache, sehr gute Sache.
Frage, ob wir ihn wegfahren können oder nicht. Ich schätze mal, oder nicht. Wir probieren einfach mal hart zu pushen jetzt. In einem Traum-Szenario haben die anderen sich jetzt in der Box gegenseitig aufgehalten und werden das auch weiterhin tun. Und wenn ich meinen Boxenstopp antrete, bin ich alleine drin. Und kann einfach machen. What the fuck, Yuki? Nee. Und das ist halt der Scheiß. Ja, dadurch ist der Plan schon mal weg. Aber das ist halt der Scheiß alleine dadurch, dass die halt so viel schneller durch Cops durchgehen, weil da denken die sich halt, ich geh da rein. Was halt keinen Sinn ergibt, aber ja, großartig eine Wahl habe ich nicht. Okay, das hat halt jetzt ordentlich gekostet. Auch wenn ich dadurch taktisch wieder das DRS bekommen habe, natürlich, aber trotzdem nicht gut. Ich bin halt auf die Reifen von den anderen gespannt. Aber die werden halt einen Einstopp machen. Genau wie ich. Ist halt trotzdem ein Unterschied, ob die auf harte gehen oder auf Mediums. Gegen Hart hätte ich halt tendenziell etwas leichtere Karten. Status Teamkollege. Gap to teammate behind is 29.8 seconds. They're on fresh mediums. They're in 50. Okay. The time last lap was a 154.9. Okay, mediums für Nico. Jetzt reinzugehen ist auf jeden Fall der richtige Call. Ich meine, die Reifen sind nicht schlecht. Aber sie würden nächste Runde sehr schlecht werden. Ja, fast eine Punktlandung. Jetzt brauche ich einen richtig guten Stop und dann kann ich einige Positionen gut machen. Komm. Jetzt gönn mir mal so ein 1.8er-Stop mal wieder. Leute, ich brauche euch. Ich brauche euch jetzt. Ich brauche euch jetzt mehr als je zuvor. Als ich 1.8 sagte, meinte ich nicht 3.0. Look after these tires now. We want to finish the race on this compound. Okay. P10. Korrektur P9, warum auch immer ich jetzt so gut an Alonso rangekommen bin. Muss ich nicht verstehen. Das Ding ist, der Plan ist aufgegangen. Wir wären auch gut vorne, wenn meine Crew den Stop jetzt nicht so vergeigt hätte. Aber hey, wir sind in den Punkten, wir haben Gasly vor uns. Rein da. Okay, unser RS-System macht leider einen Abgang. Das ist schlecht. Aber egal, komm. Sehe Chancen hier, doch noch ein paar Punkte mehr zu holen, als man vielleicht ursprünglich gedacht hat.
wir fahren halt ein, wir fahren eigentlich ein Max Downforce Setup, deswegen, dass wir da vorbeigehen, kann ich vergessen, aber trotzdem. Dranbleiben ist das Wichtige. Denn dann können wir an Gasti vorbeigehen. McLaren vorne kämpfen. Könnt ihr das nicht eine Runde... Ja, nix hat Valtteri. Können wir das nicht eine Runde später machen? Da vorne. Damit ich vorher noch schön an der gleich vorbeifliegen kann. Wie wär's? Nicht? Schade. Erklärt halt DRS auch, ne? Ja. Aber egal, wir kriegen es auch so hin. Alrighty. Oh, das war kurz leicht geworden. Ja, das kannst du aber schon vergessen. Also sorry, aber bei den Sachen werde ich jetzt aggressiv zugehen. Ja, das kann es halt so nicht sein. Okay, jetzt muss ich leider ein bisschen ERS raushauen, um zu verteidigen. Ansonsten wird das mit dem McLaren nicht mehr. Da wollen wir ja wohl wirklich dranbleiben. Komm, wenn ihr euch einfach noch mal ein bisschen mehr gegenseitig aufhalten könntet. Ich habe kein DRS. Ach, da vorne ist der Detection Point. Oh Gott, ja, das habe ich vergeigt. Ich dachte, der DRS Detection Point wäre deutlich weiter hinten, kurz vor der Geraden erst. Sonst hätte ich vorher schon ein bisschen mehr ERS rausgehauen, okay. Ja, das wird schwierig, da DRS-fähig dran zu bleiben. Wir brauchen es halt nur einmal auf der... Auf irgendeiner der Geraden. Ja, schön. So, jetzt ran. Ran da. Und dann dranbleiben, bitte. Das würde mit dem gesamten Verlauf des Rennens deutlich einfacher machen. Selbst wenn ich nicht vorbeigehen sollte. Ja, sehr gut. So wollen wir es sehen. You're increasing the gap on the car behind by 5/10 per lap. Wir dürfen Leclerc aus dem DRS weg haben. Wie geil ist das denn? Also die Mediums kriegen wir deutlich besser zum Laufen als die Softs, wie man sieht. Irgendeiner der Fahrer macht einen Abgang, Alpine, Ocon, kein Safety Car. Auch fein. Weit raus, ja. Okay, clear. Und Gasly
Macht auch einen Abgang, glaube ich. Wenn ich gerade richtig kombiniere. Okay, wir hatten einfach nur so Yellow Flag. Auch interessant. Ist der Motor stark genug? Yellow Flag. Ja, war aggressiv, ich weiß. Tut mir leid. Kann ich auch nichts dafür. Doch, kann ich. Aber ich habe Blut geleckt, Leute. Nö. Da kriegst du mir nicht rein. Norris dürfte auf der nächsten Geraden relativ easy sein. Das heißt, da müssen wir jetzt gar nicht mal groß was probieren. Bottas ist tatsächlich auf harten. Norris hatte sogar einen leichten Quersteher. Wenn wir jetzt Ricciardo so bekommen haben, ja, guck mal, wie geschmeidig das wird. Immerhin mal eine kleine Kampfansage hier an McLaren senden. In der Konstrukteurswertung. Auch wenn die beiden deutlich besser dastehen als unser Team. Mir das gerade egal. Nur die Frage, ob wir uns davor halten können oder nicht. Na komm, probier's doch. Klappt leider nicht, wie du siehst. Das wird ein anstrengendes Rennen jetzt noch, die letzten 7 Runden. Und ich weiß nicht, ob wir das halten können oder nicht. Aber ich probiere es auf jeden Fall. Sind immer noch on point. Ja, die MGUK ist es halt, aber gut. Macht nichts. Unser AS-System ist immer noch OP. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Okay, auch das funktioniert nicht für ihn. Nach vorne schaue ich gar nicht. Das ist sowieso nicht einholbar, gerade die beiden Mercedes. Ich schaue gerade nur nach hinten und ich schaue verdammt häufig in meinen Rückspiegel. Aber ich sehe die Chancen, dass wir das Rennen auf P5 beenden können. Ich meine, wir haben die frischeren Reifen, wir haben auch deutlich das bessere Reifenmanagement, bin ich mir sehr sicher. Das heißt, es müsste von Runde zu Runde den anderen eigentlich schwerer fallen.
Picks nicht getroffen. Okay, probier's. Okay, mach's. Auch gut. Das, ja, war eine Einladung natürlich, Norris. Weißt du, was das Problem an der Sache ist? Du hast da so eine kleine Sache nicht bedacht, mein Freund. Mein Motor hat ein bisschen mehr Leistung als deiner. Probier's, Schätzchen. Wenn du hier reingehst, hast du verloren. Dann bist du auch aus dem DRS-Fenster raus, jetzt sage ich dir. Das ist nicht meine Frage des Ob, das ist eine Frage von wie weit. 5 Runden noch. Hopp, Ricciardo, geh rein. Mach den Lando fertig. Ja. Leider nicht. Nah genug dran wäre er gewesen, aber er sieht halt wahrscheinlich auch, dass das sinnlos ist, hier gegen seinen eigenen Teamkollegen zu kämpfen. Weil in dieser Runde sollten wir safe sein. Und trotzdem ERS raus. Oh, jetzt macht's Ricciardo an Norris. Das könnte jetzt meine Chance sein, von denen wegzukommen. Wenn ich es jetzt schaffe, die beiden aus dem DRS rauszukriegen, gibt das zwischen denen ein Feuerwerk. Ich glaube aber, das hat nicht gereicht. Wir werden es gleich sehen auf der Geraden. Aber ich glaube, er war knapp noch drin. Ja, er hat DRS, das merkst du am Abstand. Mist. Ah, das war eine Sache von Hundertsteln. Das war eine Sache von Hundertsteln. Aber egal, wenn wir jetzt weiter pushen, könnte das trotzdem funktionieren. Gerade wenn wir Cops jetzt echt mal nicht schlecht nehmen. Dann hat Ricciardo hier jetzt kein DRS. So, come on, weg. Das Ding ist halt, wenn das nicht aufgeht, habe ich mir gerade das Rennen versaut, aber doch, das ist aufgegangen. Jetzt hat Ricciardo nämlich kein DRS mehr. Und das heißt, wenn ich das jetzt gut verwalte, wird das nichts mehr für ihn. Wir werden ansonsten echt ein paar Abschnitte haben, auf denen wir sehr stark unterwegs sind. Und ich meine, ja, er hat Cops. Das ist richtig. Aber er kommt nicht nah genug fürs DRS hin. Mit ein bisschen Glück wird Norris sogar nochmal sein Glück an ihm versuchen. Je nachdem, wie viele Ressourcen die beiden gerade raushauen. Vielleicht kriegen die auch gerade die Ansage von Zach Brown, hey, pusht euch mal wieder ran an denen.
Aber ich glaube, wir sind hier in einer sehr guten Position, die letzten zwei Runden des Rennens. Und sind eigentlich fast nur noch dran gebunden, keine Fehler zu machen. Im ersten Set, wir machen halt in den wichtigen Kurven die Zeit auf die anderen gut. Das ist wichtig. Ich meine, die Reifen sind halt immer noch mega. Da kann man nichts anderes sagen. Komm, Bottas, Hamilton, räumt euch mal weg gegenseitig. Spielt mal Kegeln. 25,3, ja, die schaffen wir nicht ganz. Aber die Red Bulls sind auch auf den Softs unterwegs, wie gesagt, deswegen die Fastest Lap war mir klar, dass wir die nicht halten werden. Einfach aufgrund dessen, dass die Red Bull jetzt die Softs haben. Aber die brauche ich auch nicht. Wir haben hier wieder Ricciardo aus dem DRS rausgekriegt. Alter, die beiden geben sich aber gerade richtig da vorne, ne? Holy shit. Aber ich glaube, Hamilton hat den Move durchgezogen. Ne, Bottas hat den Move durchgezogen. Entschuldigung. Hier durch genug Schwung mitnehmen. Ich glaube, Ricciardo, ja, Ricciardo wird DRS kriegen. Ich darf ihn nur nicht nah genug rankommen lassen für einen Move. 18 sollten genug sein eigentlich. Dass hier auf den letzten Metern kein Quatsch passiert. Verstappen gewinnt. Vor Perez, vor Hamilton. Danach Bottas. Und nicht weit davon entfernt fahren wir echt den fünften ein. Holy shit. Dass wir da so durchpflügen auf den Mediums. Auf den Softs haben wir uns ja richtig schwer getan. Aber dass wir auf den Mediums so durchgehen einfach. Holy shit. Hätte ich nicht gedacht. Wahnsinnsrennen. Was denkst du, wie sie dieses Resultat erzielen konnten? Ich denke, das kluge Reifenmanagement auf der Strecke und die ausgeglichene Fahrweise haben definitiv zum Sieg heute beigetragen. Diese Kombination hat bewirkt, dass jederzeit die Höchstleistung aus den Reifen geholt wurde. Uiuiui. Ja, nee, bei Red Bull war das eher der Strategievorteil und der Autovorteil, der halt immer noch krass ist. Während wir uns unterhalten, sind die Fahrer auf dem Weg zum Podest. Was für ein fantastischer Sieg für das Team von Red Bull. Sie haben heute eine außergewöhnliche Leistung gezeigt und ein wahnsinnig spannendes Rennen geliefert. Glückwunsch an das gesamte Team. Das haben sie gut gemacht, auf jeden Fall. Kann man nicht abstreiten. Aber ich finde, wir haben das auch echt gut gemacht. Also mehr wäre aus der Position nicht drin gewesen. Ich glaube, wenn wir weiter vorne gestartet wären, hätten wir echt mit dem Mercedes mitspielen können. Was ja auch von der Fahrzeugleistung her nicht unrealistisch ist. Aber aus der Position war der fünfte, glaube ich, echt das Maximum. Mit dem hatte ich nicht mal gerechnet. Ich dachte nicht, dass wir an die McLaren rankommen. Geschweige denn vorbeigehen. Werfen wir einen Blick auf die aktuelle Fahrerwertung. Max Verstappen sollte mit seiner Leistung hoch zufrieden sein, denn er macht weiter bodengut an der Spitze der Rangliste. Also Stefan, lass uns darüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten für den Fahrer des Tages zählt. Für mich ist das heute die Todesfee. Das war eine souveräne Vorstellung heute. Wirklich beeindruckend. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Red Bull zieht in der Rangliste weiter davon. Und gute Arbeit von Aston Martin an diesem Wochenende. Sie machen einen weiteren Satz nach vorn. Wer vermag schon zu sagen, wer nach solch einem Rennen am Ende Weltmeister wird?
Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei, wenn wir Ihnen das neueste Rennen der Formel 1 nach Hause servieren. Ja, in der Fahrerwertung Ricciardo geholt. Der ist immer noch sehr knapp hier gerade. In der Konstrukteurswertung haben halt, ja, Nico hat wenigstens einen Punkt geholt. Das heißt, McLaren hat nur 3 Punkte rausgefahren, aber Mercedes halt 27, ja, 14 Punkte haben die mehr geholt in dem Rennen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich frage mich, warum Nico so viel verloren hat. Wahrscheinlich in der Boxengasse. Wir gucken uns die Highlights an. Da könnten ein paar ganz gute mit dabei sein. Definitiv. Der Start war gut auf jeden Fall. Wir sind ja ein bisschen durchgemischt, aber haben dann am Ende doch zumindest Sainz bekommen. Was super viel wert war, weil ich glaube, ein Ferrari hinter mir zu halten, war eine feine Sache. Ja, Vettel war halt super aggressiv am Start. Das hat mir gar nicht gefallen. Aber haben wir ja dann auch gesagt, nö, so nicht. Und dann war hier diese Situation, wo ich mir dachte, okay, das wird vielleicht ein 3-Wide jetzt hier rein. Und Vettel wollte daraus auch ein 3-Wide machen, aber ich habe mir dann im Endeffekt doch nur Carlos geholt und ja, dann war die Mission dranbleiben. Und eigentlich war das ganze Rennen über nur angesagt, pushen, pushen, pushen und das habe ich jede Runde getan. Was war denn hier? Ah, wir sind noch vorm Stop. Okay, ich dachte schon, dass wir so nah am Ende sind. Krass, ja, da war halt doof, dass Yuki so reingegangen ist. Aber nicht so gut. Ich wollte gerade sagen, Leclerc haben wir nicht gedivebombt. Oder? Ne, wir haben Ricciardo gedivebombt. Leclerc haben wir uns mit DRS geholt. Dann haben wir Ricciardo gedivebombt und Norris überholt. Ich bin aber auch ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass wir die McLaren zum einen überholen weit und zum anderen, dass wir die auf Abstand halten können. Ich dachte, ich schnupper mal kurz nach vorne durch. Und dann gehen die beiden aber relativ locker wieder vorbei. Und wenn die nicht kämpfen, sind die auch schneller als ich. Was sie auch sind, definitiv auf der Strecke. Aber es hat trotzdem geklappt. Und dann haben wir hier Charles Leclerc, den wir uns mit einem geschmeidigen Manöver geholt haben. Also die Überholmanöver, die wir gemacht haben, haben mir eigentlich alle gut gefallen. Wie gesagt, Ricciardo war ein bisschen... Ja, sagen wir ambitioniert. Drücken wir es so aus. Aber ab dann war es eigentlich ganz clean. Das war, glaube ich, die Stelle, als Norris mal kurz wieder vorbeigegangen ist. Durch Maggots and Backhits. Aber den haben wir uns ja dann auch recht schnell wieder geholt. Wir haben sogar ein bisschen die Tür zugezogen, was ich nicht hätte machen sollen. Aber dann P5, 10 Punkte. Hey, ganz ehrlich, Leute, besser geht nicht. Besser geht das aus der Situation nicht. Sehr schönes Rennen. Sehr, sehr schönes Rennen. Gute Arbeit auf der Strecke. Nun Dankeschön. Ein paar Fragen. Hat Ihnen der dichte Verkehr heute Schwierigkeiten bereitet? Hey, so gerade Zielwiderwagen ist... Was denken Sie über die Leistung dieses Teams in dieser Saison? Also, wenn wir ehrlich sind, aber okay, wir sind nicht mehr in 2020. Tolles Team. Danke für den Kommentar. Bitteschön. Ja, da gibt es ein bisschen Anerkennung dazu. Auch für Nico. Und ich hoffe, wir kommen bald auf Team-Anerkennungsstufe 20, weil dann haben wir den dritten Sponsor. Und das wäre eine wichtige Sache, den zu holen. Alle Ziele erfüllt. Wenn auch knapp, aber dadurch nochmal 1 Million extra. 30.000 Abzüge für Schäden für Nico. Uff, was hat er denn gemacht? Egal. Wir haben auf jeden Fall genug Geld für den Vertrag. Das werden wir auch auf der Bank halten. Und werden quasi nur investieren, wenn wir mehr haben noch. Das ist der Plan. Aber es sind jetzt noch 2 Rennen bis zur Halbzeit. Ungarn und... Was kommt nach Ungarn? War? Belgien? Ich glaube Belgien. Ich weiß es aber gerade nicht hundertprozentig. Aber Belgien könnte so ungefähr um die Sommerpause rum sein. Okay, weiteres Abtriebsupgrade, was durchgegangen ist.
Was machen wir denn? Ein bisschen Reaktionstraining für. Nee, noch nicht. Wir müssen vorher jedoch. Okay, können wir nicht. Doch, können wir. Wir können die Moral beim Chassis verbessern, weil ich habe da nämlich was angeworfen. Mit schneller Entwicklung bis zum 26. Juli. Das heißt, wenn wir da ein bisschen die Moral pushen können, wäre das eine feine Sache. Jetzt das Reaktionstraining für Nico. Die PR-Aufzeichnung und weitere PR-Aufzeichnung. Ansonsten haben wir 1300 Punkte. Damit können wir potenziell wieder ein bisschen was machen, glaube ich. Aber nicht hier. Ja, Bremsen, wie gesagt. Ein bisschen mehr Power, ne? Kann man immer brauchen. Gerade auf Belgien nehmen wir die Mehrleistung auf jeden Fall gerne mit. Und stellen uns damit in eine gute Position, würde ich sagen, für die Zukunft. Energiespeicher ist durchgegangen. Ah, noch mehr Strapazierfähigkeit, sehr gut. Komm schon. Yes! Sehr gut und sehr wichtig. Die wurden ohne Probleme fertiggestellt. Okay, mehr können wir nicht machen. Werden sie eingebaut sein. Damit könnten wir in der Fahrzeughierarchie die Führung übernommen haben. Das waren jetzt wieder zwei große Upgrades, die sich auf die Leistung ausgewirkt haben. Und dazu halt noch zwei Strapazierfähigkeits-Upgrades, die halt auch nicht unwichtig sind. Also damit könnten wir an der Spitze stehen. Wir bereiten uns halt so ein bisschen auf Season 3 vor. Da wollen wir den Angriff nach vorne machen. Und ja, wenn wir hier noch ein paar Rennen gewinnen können, wie gesagt, P3 in der Fahrerwertung auch, aber in der Konstrukteurswertung sehe ich als realistisch. Okay, bleibt trocken. Ja, wir haben tatsächlich jetzt das stärkste Fahrzeug im Feld, meine Damen und Herren, haben uns gut abgesetzt vor McLaren. Red Bull, Mercedes haben ein bisschen wenig entwickelt bisher. Das heißt, ich bin mal sehr gespannt, was wir alles so machen werden, meine Damen und Herren. Bisher, wenn wir ein Rennen beendet haben, haben wir gute Punkte geholt. Nico bis auf einmal auch immer. Das heißt, wenn er jetzt einen besseren Wagen hat, kann er vielleicht auch wirklich mal ein bisschen konstanter um so P5 oder so mitfahren. Da würde ich ihn auf jeden Fall sehen. Aber ja, ob das gelingt, meine Damen und Herren, oder nicht, ob wir nach vorne nochmal eine Attacke starten können, werden wir im Laufe der Saison sehen. Das war's mit dieser Ausgabe. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr am Däumchen nach oben sowie ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus!